Abgerissen wird zurzeit das alte Haus an der Langenstraße 19 in Westerstede. Nur noch wenige Mauern stehen. Bereits am Freitag hatte der Abrissbagger das Nachbarhaus, ein ehemaliges Optikergeschäft, dem Erdboden gleichgemacht. Wie berichtet, müssen die beiden alten Häuser einem Neubau für betreutes Wohnen weichen. Es bietet Platz für insgesamt 14 alten und behindertengerecht ausgestattete Wohnungen in einer Größe von 55 bis 90 Quadratmetern. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss zur Straße hin werden vom ambulanten Pflegedienst Rose bezogen.